MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So Leute, ich muss euch direkt was erklären, bevor ich sage, los geht's. Wir sind hier bei Wise und ich hatte eigentlich schon jede Menge aufgenommen, dafür kenne ich diese Szenen leider schon. Aber trotzdem werden wir es weiterspielen. Ich habe dadurch auch schon ein paar mehr Funktionen hier, wie ihr seht. Keine Ahnung warum, aber was soll man machen, ne? So, mehr XP. Da kommt ein General! Aber umso besser, würde ich sagen, komme ich hiermit zurecht. Zack, weg damit. Zack, und weg mit ihm. Will keiner haben. Zack. Wie geht der Typ ab? Weg mit dir, Mann. Wahnsinn sieht das aus, oder? Übelster Wahnsinn. Weiter geht's. Ah, okay. Jetzt brennst du, Römer! Nein, glaube ich nicht. Na, komm her. Komm her, komm zu Papa. Komm her, Kleine. Und tschüss. Das haben wir schon mal geschafft. Hier, schnell. Puh, ist gar nicht so einfach alles. Komm schon. Ist echt kompliziert manchmal. Nicht schlecht. Geheimnisse über Geheimnisse. Schnell. Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles? Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Zack, ist Stille. Ich glaube, wir sind hier sicher. Glaube ich nicht. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser. So sicher, wie es geht. Sicher, ja, sicher. Aber du, in welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon. Ich glaube, es gibt einen kleinen Kampf zwischen Kaiser und General. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte. Das ist eine gute Frage. Beginnt vor gut 10 Jahren. Das ist eine echt gute Frage. Was macht uns zu dem, was wir sind? Man sieht, ich kann es schon überspringen, weil ich es ja leider schon gesehen habe. Vater,
Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Auch sehr geil. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Marius. Wie im echten Leben. Oh. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Also manchmal ist da ein komischer Hall in der Stimme. Ich weiß nicht, wieso. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Mach dich bereit. Durchbrich meine Verteidigung. Ja, gerne, wenn ich dürfte. Nochmal. Denk daran, durchbrich meine Verteidigung, um mich zu treffen. Noch einmal. Nein, so wird es nichts. Los, durchbrich meine Verteidigung. Du kannst das. Jetzt nochmal, aber triff nicht. Genauso. Drei macht so. Einmal noch. Abgeblockt. Versuch's erneut. Durchbrich meine Verteidigung. Hab ich. Exzellent. Ich wollte gerade sagen, Oz. Mach dich bereit. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Easy going. Oh, nicht easy going. Konzentrier dich, Marius. Alles eine Frage der Zeit. Ja. Noch einmal. Alles kein Problem. Immer mit der Ruhe. Perfekt. Ja. Weiter. Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Rhythmus, Marius, Rhythmus. Warte auf den richtigen Moment und schlage zu. Genau so. Meisterhaft. Kein Problem. Ach so, ich wollte gerade sagen, müsste da jetzt vorbei sein. Aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern. Schicke Rüstung. Immer noch. Die Rüstung sieht klasse aus. Oh nein, jetzt bin ich auf Leertaste gekommen. Alle Achtung, Herbert. Oh, wir bekommen auf jeden Fall einen kleinen Dolch geschenkt. Ja, weg, solange du noch kannst. Zack. Alles kein Problem. So, weg mit denen. Sie haben Sepia. Zack. Schön. Marius, deine Schwester. Bin doch schon unterwegs. Was soll ich machen? Huch, falscher Knopf. Alle Achtung, was geht hier ab? Ja, beide tot wahrscheinlich.
Ich würde sagen, das heißt Rache. Ich werde jeden einzelnen von euch töten. So kennt er seinen Vater nicht. Sprich mit mir! Töte ihn! Was ist los? Was ist los, hä? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Boah, übelst. Zack, erstmal einen Arm gebrochen. So, sehr gut. Weiter, 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 weiter. Mach die Tür auf, komm. Zack. So, es geht doch. Wunderbar. Alle Achtung, was los ist hier? Ist doch nicht mehr schön. Hör zu, die wollen uns töten, Marius. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Nur du und ich. Komm schon, Marius. Was denn, hä? Was? Was ist los? Alter, Achtung. Dem fehlt ein Bein, dem fehlt ein Arm. Es liegt alles einfach daneben. Wahnsinn. Fuck. Zwei mögliche Wege. Wo ist sein Vater langgelaufen? Dala. Dort liegt dein Schicksal. Okay. Lauf. Das ist alles sehr verwirrend.